Wir sind eigentlich eine ganz normale Familie, nur mit einer Person mehr. So. Eigentlich sind wir auch klassisch monogam, also auch so von unseren Liebes- und Romantik, und wir sind richtig kitschig, eigentlich klassisch monogam, nur zu dritt. Ich bin Saskia und bin 28, komme aus Hamburg und lebe in einer Beziehung mit Louis und Marcini. Ich bin Marcin, ich bin 34. Ich bin seit 2016 mit Saskia zusammen und lebe ja jetzt seit 2020 in einer Polyamoren-Beziehung zu dritt. Ich bin Louis, mittlerweile Louis Michalski. Noch nicht offiziell, ist ein bisschen schwierig bei uns, da ich gerne den Namen der beiden tragen würde, aber wir keine Ehe zu dritt führen dürfen. Die erste Sache ist, als von außen ist das erste nicht Saskia ist die, die beide hat, sondern von außen denken die Leute, er hat einen Jackpot, weil er hat ja zwei Frauen. Eigentlich haben Marcini und ich ein aromantisch asexuelles Pärchen. Also eigentlich, wir beide haben keine erotische Liebe zwischeneinander. Wir haben uns, also Saskia und ich, haben uns Anfang 2016 kennengelernt und haben uns, ja, weil wir uns einander oder wir einander gefunden haben, Hals über Kopf direkt sowohl in die eigene Wohnung als auch in die Verlobung und ein Jahr später in die Hochzeit gestürzt. Weil wir einfach gesehen haben von Tag 1, so das ist der Mensch, mit dem wir ja, den Rest unseres Lebens verbringen möchten. Und 2020 hat sich dann gezeigt oder entwickelt, dass eben noch ein Mensch da hinzukommt und hinzugehört. Und das war Louis. Wir haben wirklich eine ganz klassische, monogame Ehe zu zweit geführt und haben auch nie irgendwie in Betracht gezogen, dass es da noch etwas anderes geben könnte. Und erst dadurch, dass ich Louis kennengelernt habe, hat sich sozusagen das geöffnet. Also es war wirklich nur, weil ich mich verliebt habe und nicht, weil wir irgendwie Lust hatten, jemanden Dritten dabei zu haben. Also wir waren beide in einer Beziehung und deswegen hat sich das auch, glaube ich, erst so locker entwickelt, weil es überhaupt nicht ernst war. Also wir waren glücklich in beiden in der Beziehung. Aber die Tatsache, dass man sich hinzu noch verlieben kann, das war für mich auch was Neues. Also ich war auch tatsächlich einfach in zwei Menschen verliebt, so am Anfang. Und es war so, oh, okay, das eine bedeutet nicht, dass das andere irgendwie nicht da ist oder sowas. Und bei mir war es aber in dem Fall so, dass meine Ex-Partnerin, also meine Partnerin zu der Zeit, nach einer Zeit, also wir haben immer offen kommuniziert, aber nach einer Zeit einfach gesagt hat, hey, für mich ist das nichts. Deswegen, so, lassen wir das. Das war so ein Moment, wo ich echt gecheckt habe, wie sich Menschen fühlen, die zum Beispiel 6 Kinder haben und alle 6 Kinder unglaublich lieben. Weil ich liebe beide und auf eine völlig verschiedene Art und Weise, aber ohne jegliche Hierarchie. Ich meine, ich wäre ja nun selten dumm, wenn ich in eine Ehe, die perfekt läuft, in der ich mega glücklich bin, mal eben so ein kleines Abenteuer mit reinnehme. Also dafür setze ich das ja nicht irgendwie auf die Kante. Und weil wir so offen miteinander kommuniziert haben und unsere Beziehung und unsere Liebe so ist, wie sie ist, wusste ich zu dem Zeitpunkt, als du damit zu mir gekommen bist, alles klar, das hat eine Bedeutung wie die Beziehung zwischen uns beiden. Und somit habe ich dem natürlich ein ganz anderes Gewicht gegeben und wusste, da ist Hopfen und Malz verloren, so, aber im positiven Sinne. Und wir starten jetzt richtig durch. Also wir haben zwei Schlafzimmer und es gibt ein Schlafzimmer von den beiden. Der Grund, warum wir nicht in einem Schlafzimmer schlafen, ist, weil wir das, glaube ich, alle unfassbar ungemütlich finden, zu dritt in einem Bett. Also ich persönlich empfinde keine Eifersucht. Das hat damit etwas zu tun, dass wir uns zwischenmenschlich von morgens bis abends austauschen, oder sei es verbal, sei es körperlich. Und mein Liebeskonto ist am Nachmittag schon dermaßen am Überquellen, dass es für mich nicht schlimm ist oder ich keine Eifersucht empfinde, wenn Saskia jetzt abends nicht bei mir schläft. Ich bin in mir so gelassen und so ausgeruht und voller Liebe, dass es nichts gibt, was ich vermisse und dadurch kein Eifersuchtsgefühl aufkommen muss. Also würden wir alle drei irgendwie offen auch für andere PartnerInnen sein, dann würde bestimmt Eifersucht entstehen. Ja. Aber wir sind ja geschlossen. Also wir sind nichts anderes als ein richtig monogam, klassisches Pärchen, dass wir zu drei Personen sind. Das ist alles. Also wir sind nicht offen nach außen hin, wir haben keinen Sex mit anderen, wir haben keine Emotionen für anderen. So, es gibt uns drei und wir sind ein geschlossenes Pärchen. Fast wie so ein Pakt. Also wir haben am Anfang halt einfach gesagt, das Ganze kann nur funktionieren, wenn wir alle schonungslos ehrlich zueinander sind. Und das ist etwas, worauf wir uns alle verlassen müssen. So wie das zwischen uns dreien funktioniert und wie leicht das geht, das heißt nicht, dass das bei anderen, die auch zu dritt sind, genauso leicht funktioniert. Wir sind einfach füreinander gemacht, ja. Wir sind die allerbeste Freunde, die
sich auch lieben. Also wir sind wirklich sehr, sehr, sehr gleich. Ich hatte noch nie eine Beziehung, die so leicht war wie diese Beziehung. Ich hatte noch nie Beziehung, in der ich so leicht mich gefühlt habe und ich sein konnte wie in dieser Beziehung. Und ich glaube, euch geht es genauso. Ja, und ich hatte schon viele Beziehungen. Also es ist auch irgendwo massives Glück. Also wir haben einfach gleich doppelt irgendwie Sechser im Lotto. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass wir jetzt irgendwie sagen, ey, wir sind jetzt hier die Familie und so muss es sein, sondern es geht eher darum, dass wir sagen, wir möchten, dass jede Person die für sich passende Form findet und auch frei dafür ist, darüber nachzudenken, weil monogam ist super, ja, wenn beide darin glücklich sind. Aber genauso soll es eben völlig in Ordnung sein, dass Menschen wie wir zu dritt eben auch toleriert werden. Und wir ziehen halt an einem Strang wie eine Familie und wollen uns gemeinsam voranbringen. Wir wollen auch Kinder haben. Eine gemeinsame Zukunft. So. Wenn ich könnte, würde ich auch schwanger werden, aber das geht leider nicht. Von daher. Also das eigentlich, also ja, wir haben gedacht, wir wollen auf jeden Fall zwei Kinder, weil eins ist Machini zu wenig auf jeden Fall. Weil er sagt immer, dann haben wir ja nichts davon. Nee. Nein, und wir wollen natürlich beide auch gerne ein Kind bekommen. Und es macht ja total Sinn, dass es den gleichen Vater hat. Genau.